fünf brennende Seelen, die in den 80s durch Motorradunfälle und Drogenexzesse ins Jenseits katapultiert wurden, sind zurück auf dem Planeten Erde und jetzt bei mir im Talk. Herzlich willkommen im Spielzimmer. Jetzt bei mir im Spielzimmer habe ich die Jungs von Sunday Mayhem. Herzlich willkommen. Hallo. Ich habe gehört, Moin. Ihr seid aus Berlin angereist. Ja. Und war das gut, die Fahrt? Seid ihr gut durchgekommen? Oder? Ja, ja. Unsere Fahrt war gut. Ich weiß nicht, was Hey, Timothy, du brauchst gar nicht reden, du hast geschlafen. Echt, wirklich. Aber das ist doch die beste Fahrt, wenn man einfach schlafen kann. Nee, man war voll geil. Wir haben den ganzen Tag einfach nur richtig geile Mucke gehört. Und ich bin jetzt schon heiser. Ist gut. Ich muss mich den ganzen Tag auf Gott sei Dank kosten. Das will keiner hören. Okay, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer ihr seid und welchen Part ihr in der Band übernehmt? Ja. Moin, ich bin Merlin und ich spiele Schlagzeug. Ich bin Timothy und ich bin der Sänger. Hi, ich heiße Peter und ich spiele E-Gitarre in der Band. Ich bin Rilo und ich fill heute für Heiko ein und ich spiele Gitarre. Ich bin Sick, ich mache den Bass. Den sicken Bass. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr schreit ja schon, also euer Auftreten, das schreit ja schon komplett nach Rock'n'Roll und Pommesgabel. Habt ihr das so mit in die Band gebracht oder kam das durch die Band? Ich glaube, das habe ich ein bisschen in die Band gebracht, weil ich habe mich halt so freizeitlich immer geschminkt. Dann habe ich mich auf der Bühne immer geschminkt und ich wollte mich nicht anpassen und dann haben die sich halt angepasst. Geht's jetzt so ums Make-up oder? Genau. Ich ja, weiß, das Devin, so oder so es geht ähnlich. Nicht nur ums Make-up. Mann, Devin, du bist so ein oberflächliches Stück. Selbst dann, ja, ich wirklich. War halt immer so derjenige, das kommt der auf die Werte selbst dann, ich ja. sah halt auf also der Bühne. Also das Ding ist halt, wir haben eigentlich einfach nur Bock, die Musik zu machen, die wir lieben. Und dafür zu sorgen, dass die Leute, die uns gerne zuhören, dass sie halt möglichst geilen Abend haben, möglichst viel Spaß haben. Das ist eine sehr gute Einstellung. Und den ganzen Rest so ist halt so, das entwickelt sich halt so einfach in der Band. Man ist bekloppt genug, sich Schminke ins Gesicht zu klatschen, so. Man ist bekloppt genug, um eine krasse Show auf die Bühne zu bringen. Und, ja. Gehört auch eine Prise Mut dazu. So. Ja, und Alkohol. Vor allem Bier. Und Sterni. Ich möchte ein Spiel mit euch spielen. Ich finde es super, dass ihr alle eure Bierflaschen dabei habt, denn wir spielen Flaschendrehen. Aber nicht mit meinem Bier, sonst ist es auf unserem Stecker. Was drin. Ich wollte, hab ich habe mich schon gewundert, warum der Spiel mehr ist. Ja, ich hab schon, bin schneller als ihr. Und zwar werde ich gleich die Flasche drehen. Und mit Küssen oder nee, mit Ausziehen? Wir machen nur... Ausziehen! Bei uns gibt es keine Pflicht, es gibt nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und da wir hier ja so ein bisschen einseitig am Tisch sitzen, gilt die Regel, wenn dir Flaschenhals nach da irgendwo zeigt, dann zählt der Boden. Achso. Okay? Das ist hart. Klingt fair. Das ist hart. Wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was. Genau. Make a wish. Ich fange gleich mal an. Ach du Scheiße. Eindeutig. Toll. Mit welcher Band, /Musiker, /Musikerin, würdest du gerne mal im Fahrstuhl stecken bleiben? Oh, mit Dave Grohl, Alter. Der Typ hat bestimmt eine ganze Menge coole Scheiße zu erzählen. Vor allem trinkt er noch wie noch, Alter. Voll geil, der trinkt bestimmt... ich habe mal irgendwie seine Trinkroutine gehört. Er trinkt irgendwie 2 Jägermeister, Shots, so kleine so 0,2er. Und dann noch irgendwie 4 Bier vom Konzert. Ich glaube, wenn wir Bier hätten im Fahrstuhl, hätten wir auf jeden Fall richtig Party. Also immer was dabei haben, falls man mal steht. Nee, klar, Alter, schön im Holster. Für Notfall. Wie sieht's bei den anderen aus? Mit wem würdet ihr gerne im Fahrstuhl stecken bleiben? Auch Dave Grohl. Ja, Fall. Alter, Dave Grohl ist der coolste. Was, wie war die Frage nochmal? Nur mit Musikern oder? Bands, yeah. Musiker, Musiker. Ach so. Bei mir wäre es irgendwie Gleichstand zwischen Ashley Costello von New Year's Day oder Maria Brink von In This Moment. Kenn ich beide. Die sind beide heiß. Ja. Das ist ein guter Grund. Und bei euch? Also du hast ja schon gesagt. Und du? Ja, ich würde am liebsten mit diesen 4 Musikern im Fahrstuhl stecken. Oh, Mann, ey. Das ist die richtige Antwort. Auf chilliger nur Homobasis. Ja, ja. Ey, wir sind tolerant. Aber schon nackt, oder? Okay. Schon nackt. Ja, wenn du, schon, ja. Wenn du die Heizung noch aufdrehst, so. Ich bin tolerant. Ey, Piet, Alter. Das ist gezinkt. Ich freue mich sehr, dir diese Frage stellen zu dürfen. Was ist das Geheimnis schöner Haare? Einfach nicht zum... Ja, nicht weil wir es uns leisten können. So. Nein, einfach wachsen lassen. Keine Ahnung, ich mach dafür nichts. Ich wasch die halt jeden Tag und. Echt? Machst du jeden Tag? Das ist doch schon voll ungesund. Ja, natürlich. Ich wasch meine Haare, wenn es hochkommt, einmal im Monat, Alter. Aber jeden Tag wasch ich das. Gestern. Okay. Heute Morgen gewaschen, okay? Sorry. Aber das ist schon wieder 1,5 Monate her. So. Deswegen, so also die Kamera Wochen, fest den Geruch nicht auf. Länger. Ey, der Geruch war furchtbar. Was da für eine Suppe aus. Ich glaub, da gibt's kein Geheimnis so. Okay. Das liegt im Auge des Betrachters. Noch zweimal duschen, ist Weihnachten.
Stell dir mal vor, dir stehen so zwei Leute. Ja. Der eine sagt, du bist überhaupt nicht mein Typ, deine Haare finde ich kacke. Und dann der andere, du bist so schön. Okay. Ich liebe deine Haare so. Also das gibt da nichts. Ah, das ist aus wie ein Mädchen. Ich wollte gerade sagen, werdet ihr oft so, müsst ihr euch oft Kommentare anhören? Na, ich gehe grundsätzlich aus Männerklo und sage, ey, keine Sorge, bin kein Mädchen. Und dann stell mich direkt in. Er muss auch aufpassen, dass ich das einfach nicht fallen lässt. Aber ich fand gut aussehen, genauso wie du, mein Lieber. Man kann es auch ausnutzen, so, du wirst halt zu jeder Pyjama-Party eingeladen. Unternehmenseffekt auf jeden Fall. Aber ihr seid ja so viele, ihr könnt auch eure eigene Pyjama-Party machen. Ohne Pyjama. Oh, nee. Auf Pyjama-Basis, ja. Danke dir, ja. Danke. Oh, endlich mal direkt. Unser Fahrer, danke. Damit er auch mal ein Bild war. Mhm. Was denken deine Eltern über eure Musik? Meine Eltern finden es richtig geil. Also meine Eltern unterstützen es voll. Mein Vater ist immer beim Konzert dabei. Es geht ab. Echt? Bei jedem? Also bei jedem. Ich habe ihn bisher noch nicht, also wenn wir nicht in Berlin sind, dann sehe ich ihn nicht. Aber einmal nicht. Jedes Mal, wenn wir in Berlin sind, ist er irgendwie da. Der ist unser treuester Fan. Ist sehr cool. Ist halt echt so. Sein Vater ist echt genial, wirklich. Ja. Hättest du ihn nicht her mitbringen können nach Mittweiler? Ja, ich glaube, so, ein bisschen glaub, der hat es ist noch Donnerstag, erwachsene Menschen müssen arbeiten. Ach, wir sind erwachsen, stimmt ihr? Ciao. Sag nicht so laut, sonst wird's ja, wir sind 16. Okay, ich dreh mal weiter am Rad. Turn around. Machen wir mal Timothy. Ja. Das bin ich. Welche Note hattest du im Musikunterricht? Scheiße. Immer eine 1 natürlich. Also selbstverständlich. Wirklich? Oder? Ja, tatsächlich. Das würde tatsächlich Sinn machen, weil Timothy ist, glaube ich, so der Einzige. Du hattest ja eh nur Einsen, wa? In Musiktheorie irgendwie Ahnung hat. So. Ja, gut. Ich vielleicht noch mal ein bisschen, auch, aber genau, Timothy ist so. Ja, stimmt. Ja, passt ja zu dir. Ja. Immer eine 1. So richtiger Streber sozusagen. So sieht er an seiner Freizeit auch aus. Irgendwann muss es ja können. War Musik euer Lieblingsfach in der Schule, oder? Nein, nee, auf jeden Fall. Das Schlimme ist, bei mir war zum Beispiel Musik so ein Fach, Alter. Ich konnte damals Gitarre spielen, meine Lehrerin hat mich trotzdem an ein scheiß Klavier gesetzt, Alter. Und ich musste die Songs trotzdem auf Klavier spielen. Ich bin gesagt, ey, ich könnte das auf Gitarre spielen. So, nö, wir machen jetzt Klavier. Und ich so, Alter, fick. Darf man das sagen? Ist scheißegal. Das ist Deutsch. Ich bin ausgepiept. Und das war irgendwie doof, keine Ahnung. Deswegen habe ich Musik abgewählt und Kunst gemacht. Ich drehe mal weiter. Ja, turn around. Ah, meine Augen. Das bist du. Das bist du. Dürfen wir dir eine Frage stellen? Ist das jetzt weiter? Ihr könnt es euch auch teilen. Ich nehme es. Mach mal abwechselnd so. Jeder ein Wort. Auf welchem Festival, abgesehen natürlich vom Campus Festival mit weiter, würdest du gerne mal spielen? So. Wacken! Nee, ich würde tatsächlich gerne bei Rock am Ring mal spielen und im Grasshopper. Oh. Grasshopper wäre geil, aber Rock am Ring ist doch voll Pop jetzt geworden. Ja, das ist aber alles und so ich würde tatsächlich gerne einfach aus historischen Gründen, tatsächlich so viele Festivals, die geil sind, ich würde so gerne im Rock in Rio spielen, weil meine Mutter war 86 oder 87, war sie da und da haben Ozzy und so gespielt. Und die Südamerikaner gehen immer ab und deswegen gehen die ganzen großen Bands, um die Musikvideos zu filmen, zumindest die Live-Videos, immer nach Südamerika, weil die abgehen wie die Schmitzkatze, Alter. Rock in Rio. Ein Hoch auf den Ausländer. Ja. Okay, bis es dann Prost. Zum Rock im Rio geht. Rock in Rio? Rock in Rio. Rock in Rio. Was ist denn in nächster Zeit bei euch geplant? Dieses Jahr spielen wir wieder auf der Biermeile in Berlin. Letztes Jahr hatten wir da einen kleinen Skandal tatsächlich. Was heißt Skandal? Peter und Heiko dachten, es wäre eine gute Idee, sich auf der Bühne aufzuziehen. Das Ding war Open Air mitten irgendwie Frankfurter Allee. Das heißt, die stehen da auf der Bühne und schwingen ihren Dödel durch die Gegend. Security kommt an. Ey Leute, ihr müsst von der Bühne. Ja, das war nicht deswegen, wir waren zu laut angeblich. Ja, daran lag's. Dann aber auch keiner Bescheid gesagt. Aber das war wirklich so, das war halt so Biermeile, musst du dir vorstellen, eine richtig lange Straße, wo halt aus ganz Deutschland so irgendwelche Brauereien so Stände haben, wo du halt Bier ausprobieren kannst. So. Eigentlich genau nicht das richtige Problem. Und dann gab es da halt so Bühnen. So. Und auf den meisten Bühnen hat halt irgend so eine scheiß Coverband, die irgendwelche Radiomucke gespielt haben. Und wir haben halt eine kleine Bühne gehabt, wo halt Newcomer-Bands gespielt haben. So, und die anderen Bands, mit denen wir da zusammen gespielt haben, da war halt immer so, die sind vorbeigelaufen, die Kuscheln geblieben, bla bla bla, pipapo, wie man es so kennt. Und bei uns war es halt so, wir sind auf die Bühne gekommen, wir haben halt unsere Show geplant, pipapo. Und auf einmal, spätestens zu dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich nackt waren, standen da locker 300 Leute mindestens so vor der Bühne mindestens. Und haben bis zur Hauptstraße standen die, Alter. Das waren mindestens die, also auf alle Fälle Festival-Feeling. Peter hat den Tag ein bisschen Bier getrunken, deswegen. Gar nicht, ich habe einen Tag gegangen. Alle doppelt gesehen. Nee, aber Bierfest ist schon ziemlich geil abgegangen, das stimmt. Okay, dann bedanke ich mich vielmals bei euch für das Interview. Wünsche euch noch ganz viel Spaß hier, guten Durst
Aber den habt ihr sowieso. Und ich hoffe, ihr habt hier eine ganz coole Zeit und freue mich auf euren Auftritt heute Abend. Danke. Easy. Ihr studiert ja auch die Hälfte von euch, also in der Uni wird geklopft. Ne? Ja. Ich studiere nicht. Ja, wir machen Prost. Wir studieren. Ja. Prost. Prost, wir sind mehr. Prost, Leute. Peace, Frieden und lange Haare.